Ja, hallo. Mein Name ist Marc Bellinghaus. Man kennt mich vielleicht noch der ein oder andere als Schauspieler. Ich bin Künstler, Autor, Blogger und bin gerade dabei, einen wahnsinnig irren Justizskandal aufzudecken. Wie ihr seht, ich schwenke mal schnell um. Das ist das Amtsgericht Münster. Es ist heute Sonntag und vor morgen 20 Tagen war ich auf dem Blatt für 4 Stunden obdachlos. Ja, wie ist das passiert? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin vor 11 Jahren aus den USA zurückgekommen, um meine Mutter zu pflegen. Jeder, der mal irgendwann in der Pflegetätigkeit tätig war, weiß, wie schwer das sowas ist. Ich habe 9 Jahre meine Mutter gepflegt und sie hat sich dann entschlossen, zu meiner Halbschwester zu gehen. Und ich sollte aus der Wohnung raus. Ich habe nie in der Genossenschaft einen Vertrag bekommen, aus speziellen Gründen, die ich noch später erwähnen werde. Und insofern ist es wirklich hier ein Kampf um meine Obdachlosigkeit. Ich kann es nur so formulieren. Es ist nicht lustig, es ist Horror. Und ich danke der Richterin, die an diesem Gericht sitzt. Ihr Name ist Frau Simon. Es gibt aber auch einen Richter, der mich letztes Jahr vollkommen zu Unrecht schuldig gesprochen hat. Und wer in seinem Leben schon mal den Urteilsspruch im Namen des Volkes gehört hat, der wird wissen, was ich meine. Ich bin Gott sei Dank freigesprochen worden in meiner Berufung vor dem Landgericht am 23.06. Und insofern, ja, das war eine Erfahrung ganz besonders übler Art. Und ich habe gekämpft. Hab das geschafft. Ich habe vor, ja, am 29.10. musste ich meinen Anwalt feuern. Der heißt Philipp Hagemann. Dieser Anwalt hat mich absolut beschissen und erpresst. Und insofern, das kann ich auch nachweisen, er ist SPD-Ratsmitglied. Aber wie gesagt,